Ja, hallo. Wir haben hier wieder zwei interessante Gesprächsgäste in unserer Musik macht Mut-Reihe, nämlich den Uno Jamar und den Christian Moll von der Band Roots Radicals. Servus. Hi Tim. Hi Tim, danke für die Einladung. Sehr gerne. Es ist auch mir eine Ehre, mit euch beiden sprechen zu können und ihr habt auch wirklich ein sehr interessantes Thema. Ihr wollt nämlich wirklich darüber reden, wie sich eigentlich momentan Musiker direkt im Lockdown fühlen und wie das eure Arbeit beeinflusst. Ja, ihr habt jetzt beispielsweise jetzt eine Albumproduktion eigentlich am Start und jetzt ist plötzlich alles anders oder vielleicht doch nicht. Wie sieht das denn momentan aus? Wie beeinflusst denn der Lockdown jetzt momentan eure Albumproduktion? Ja, ich glaube, da geht es vielen Musikern zurzeit so. Also wir befinden uns hier in meinem Home-Studio, das ich zu Hause eingerichtet habe. Ich nehme meine Vocals zu Hause auf, ich mische zu Hause und ja, die Arbeit beschränkt sich auf daheim, so wird es vielen Leuten gehen. Dadurch fehlt natürlich viel. Es fehlen die ganzen Eindrücke, die man mitbekommt jedes Wochenende. Von Konzerten, von Studio-Sessions mit mehreren Menschen. Das ist ein anderes Gefühl. Man muss sich so seinen eigenen Spirit jeden Tag aufbauen und sich so eine schöne Welt zu Hause machen, dass man weitermachen kann mit den Aufnahmen. Ich finde, das ist das Schwierigste dran, jeden Tag im Flow zu bleiben. Wie machst du das? Und Co. lauern überall und es ist ganz einfach abzudrücken. Zeit. Vor allem, weil wir können auch nicht unterrichten, zumindest die Schüler, die auf Skype nicht zu unterrichten sind, die können wir nicht unterrichten und man ist viel zu Hause. Ja, deswegen muss man schauen, dass man sich eine schöne Welt macht zu Hause. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ja, immer am Ball bleiben, ne? Im Ball bleiben, genauso auch jetzt, was jetzt die Albumproduktion betrifft. Wie geht ihr denn jetzt an die neue Situation ran? Was die Aufnahmen betrifft, ist eigentlich so viel für uns gerade aktuell gar nicht neu, weil wir schon immer zu Hause aufgenommen haben. Okay, vielleicht nicht alleine und jeder in seiner Wohnung, aber wir haben schon immer sehr viel selbst recorded. Wir waren zum ersten Mal mit Roots Radicals im Studio tatsächlich extern letztes Jahr bei Planet Earth in Berlin, wo wir mit Josie Coppola und mit Steve, also mit Ganjaman, dort die Drums aufgenommen haben, mit Tommy, unserem Drummer, weil wir dazu weder das Know-how noch das Equipment haben, noch die Erfahrung. Ansonsten ja, schicken wir uns die Files hin und her und mischen kann man auch so, mastern kann man auch Sachen lassen und deswegen so ein bisschen wie früher, nur dass man sich nicht sieht, leider. Okay. Also es hört sich so für mich so ein bisschen an, als wenn es eigentlich gar nicht so die technische Herausforderung ist, sondern vielleicht eher so diese soziale, emotionale Herausforderung auch in einem Bandgefüge, ne? Das Wie ist der kommt ihr da miteinander klar so momentan? Es ist absolut so, dass man einfach Schwierigkeiten, also das. Man vermisst die anderen, man vermisst andere Menschen, man vermisst seine Bandkollegen. Man kann nicht den gleichen Vibe entwickeln, wenn man die ganze Zeit alleine daheim hockt, als wenn man mit fünf anderen Musikern die ganze Zeit auf Reisen ist oder irgendwas Lustiges unternimmt, was Spaß macht. Zum Beispiel auf einem Festival spielen. Aha. Also eigentlich so momentan so ein bisschen so der Fokus, wie bei allen eigentlich so auf die Zukunft, ne? Was ist dir denn so für die Zukunft geplant? Was verschiebt man? Wie verschiebt man es? Und dann einfach so hoffen, dass es in Zukunft einfach wieder richtig weitergeht und sich dann darauf irgendwie konzentrieren, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon Neues versucht. Letzten Samstag, am 2.5., hatten wir ein Online-Festival, One Love Unity Festival. Ich glaube, dass man den Link sogar noch klicken kann und man sich das im Nachhinein noch anschauen kann. Da waren Bands von verschiedenen Ländern dabei, auch Mellow Mood aus Italien.
Und ja, das war das erste Mal, dass wir wirklich ein Livestream-Setup aufgebaut haben mit Interface und gecheckt haben, wie reagieren die Programme wie Skype und Zoom denn auf einen Sound von einem Interface? Wie stellt man das Ganze ein, dass jetzt für Musiker, dass ein cooler Sound rüberkommt? Und das war die erste Erfahrung. Und wir werden in der Zukunft sicher mit mehr Festivals rechnen müssen, die online ablaufen. Und das ist ein ganz anderer Spirit. Aber ich habe mich nach einem Konzert, ehrlich gesagt, so gefühlt wie nach einem normalen Konzert. Das war sehr interessant. Das ist cool. War ein cooles Feeling. Ich dachte, ich bin danach im Backstage oder so, dabei war ich in meiner Küche. Und es war, war ein schönes Gefühl. Und auf sowas werden wir uns einstellen müssen dieses Jahr voll. Absolut. Ja, genau. Ich glaube, das ist das, wo es eigentlich momentan hinläuft. Und es ist schön zu hören, von Leuten, die das wirklich jetzt in der Praxis miterlebt haben, dass das tatsächlich auch wirklich so einen Spirit ein bisschen aufbauen kann. Ja, also für die Musiker auf jeden Fall. Ist ein anderes Gefühl, aber ist trotzdem schön. Okay, von dem her denke ich, ist das doch eigentlich ein guter Ausblick so ein bisschen auf die Zukunft, ne? Genau, das auf jeden Fall. Und was auch positiv ist, ist, dass die Konzerte, die dieses Jahr abgesagt wurden, auf nächstes Jahr verschoben werden. Und dass es jedem so geht, dass wir nicht irgendwie abgehängt werden oder irgendjemand abgehängt wird, sondern dass einfach alles kollektiv auf nächstes Jahr verlagert wird. Das heißt, alle Festivalslots, die wir dieses Jahr gebucht haben und alle Shows, um die 25 sind nächstes Jahr schon fix. Das heißt, wir können dann darauf jetzt aufbauen und noch mehr spielen nächstes Jahr. Ja, man muss das Ganze positiv sehen und irgendwie schauen, was man mit der ganzen Zeit anfängt. Ja, klar. Und ich glaube, irgendwie ist es auch positiv, oder? Also so jetzt, ich meine, natürlich, die Zeit ist nicht positiv, aber so dieses Gefühl, dass es vielleicht dann in der Zukunft vielleicht sogar irgendwie sogar noch ein bisschen mehr vorangeht, als es vielleicht jetzt so die Zeit vor dem Lockdown irgendwie gewesen ist. Habt ihr da auch so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht so die Leute jetzt dadurch, dass sie jetzt mal erleben, was sie eigentlich vermissen, so, dass das dann irgendwie auch vielleicht so ein anderes Gefühl nochmal für die Zukunft geben kann? Das ist ein gutes Stichwort, also das Stichwort Bescheidenheit, Dankbarkeit. Man vermisst Sachen, die man gewohnt war. Und man vermisst sie wirklich krass. Mhm. Und das hatte man, also sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie, es konnte sich ja keiner ausmalen, dass dieses Virus kommt. Und ja, und vor allem, man sieht ja, wie sich die ganze Welt verändert, dass Delfine wieder in Venedig rumschwimmen und diese Konsumgesellschaft oder diese Richtung, in die ganze Menschheit gegangen ist, dass es vielleicht doch nicht so richtig war. Das ist schon schön zu beobachten und vielleicht denken die Leute dann auch anders. Ich versuche auch das Positive daraus zu sehen, auch für die Albumproduktion. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Man fokussiert sich auch mehr auf sich selbst als Musiker täglich. Man erkennt mal, okay, was brauche ich wirklich für mich selbst, um weiterzukommen? Mal aus einer anderen Perspektive. Das finde ich sehr positiv an dem Ganzen. Ja. Passend auch ganz witzig, dass unser Albumtitel, kann man ja, glaube ich, jetzt bekannt geben, ist Brighter Days Ahead, was auch ganz passend ist eigentlich zu dem Thema. Oh ja. Der hieß auch schon lange so, also das war passt jetzt ganz gut. Ja, definitiv. Also ich glaube, in dem Sinne, Brighter Days Ahead, ich glaube, ein besseres Schlusswort kann es da eigentlich kaum geben. Insofern, ja, lasst uns irgendwie auf diese Brighter Days Ahead schauen und positiv in die Zukunft schauen und das positiv mitnehmen, was jetzt gerade passiert. Auf jeden Fall. In diesem Sinne. Gerne. In diesem Sinne war ein super Gespräch, denke ich, gute Gedanken und für euch auf jeden Fall in erster Linie gute Gesundheit und dann Brighter Days Ahead in der Zukunft. Danke dir, Tim. Und eine Sache noch für alle, die ja jetzt zu Hause sitzen. Wir haben einen kostenlosen Sampler zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage, rootsradicals.com. Da kann man 13 Songs kostenlos runterladen für die, die sich für unsere Musik interessieren. Okay, sehr cool. Und ich denke mal, ich spreche da auch für euch, wenn Leute jetzt irgendwie noch so die Kommunikation suchen sollten oder irgendwie da noch Stichpunkte für haben oder Fragen,
dann sollen sie, glaube ich, gerne auch auf euch und auf uns zukommen. Auf jeden Fall. Einfach auf der Homepage schauen oder auf Facebook. Einfach schreiben, einfach anschreiben, einfach anrufen. Kein Problem. Perfekt. Sehr gut. Alles klar. Alles Gute euch. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Ciao.